So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. In der gefallenen Stadt, ist das wirklich der einzige Weg nach unten? Na gut, so geht's. Wir sind in der gefallenen Stadt, jetzt wird gleich nochmal eine weitere Nachricht, denke ich, kommen. Wir sind damals rechts, glaube ich, gegangen. Bisher sehen wir nur schemenhafte Gestalten. Ich weiß nicht, ob es Irrlichter sind, die uns da irgendwie in die Kacke locken. Treasure perhaps? Mondschein-Kleinod, sehr schön. Das speichere ich mir kurz. Mondstein-Kleinod, sehr gut. Was natürlich auch schön wäre, makabre Skulptur. Das sieht auch geil aus. Wie ist denn? Ich meine, es ist ja unübersehbar, dass Dragon's Dogma und Dark Souls Parallelen haben, oder? Das denke ich ist klar. Also so von, auch wie sich's spielen lässt, Gameplay, die Darstellungen und so, diese untergegangene Welt, dieses sehr dramatische. Jetzt würde mich von euch interessieren, wem geht's eher so, dass er sagt, boah, ich finde, Dark Souls hat mehr von Dragon's Dogma oder Dragon's Dogma hat mehr von Dark Souls? Würde mich interessieren. Stay vigilant. Places of remarkable advance may have more. Also am Rauchwerk sehr gut. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir unseren Heal wieder auffrischen. Okay, den Weg haben wir fertig abgesucht. Wir müssen natürlich die Dächer auch noch kontrollieren, aber das würde ich sagen, machen wir zum Schluss. Wir haben die, die wir easy erreichen können, schon mal abgeforstet. Ja, jetzt gilt es dann erstmal, die Wege abzufrühstücken. Zu forsten, abzufrühstücken. I'll take that. Oh, Money. Sehr schön. Stripped of its people, this place feels cold somehow. Ja. Cold finde ich sogar noch ein bisschen untertrieben. Auch deutlich gefährlicher. Meiner Meinung nach. Natürlich wird diese Einsamkeit unglaublich durch den Gesang untermalt. Die beiden Dinge in Kombination. Man fühlt sich richtig leer, wenn man hier durchgeht. Es fühlt sich nicht wirklich an, als hätte hier jemals jemand gelebt. Es fühlt sich einfach wie eine komplett tote Stadt an. Weil es auch so wie eine Höhle ist, wäre vielleicht sogar ein alternativer Look der Stadt der Toten aus Herr der Ringe. So könnte ich mir das auch vorstellen. Einfach eine andere Interpretation davon, wisst ihr? Irgendwo will uns schon irgendwas erwarten. This looks interesting. Und will uns versuchen, das Feld zu gerben, 100 pro. Der Glyphungus. Er wächst einfach überall.
Du kriegst ihn nicht los. Oh, ich bin mega nervös. Gott sei Dank ist das Spiel in Third Person. Okay. What's that? Jedes Heilmittelgrad bin ich dankbar dafür. Jedes einzelne. Mal kurz die Map. Okay. Ja, wir müssen hier noch die Häuser absuchen. Dann natürlich mittig zentral machen wir alles im... Warte. Das Ziel? Es wird uns kein Ziel angezeigt. Spannend. Ich habe mich übrigens immer noch nicht informiert, wie das mit den makabren Skulpturen weitergeht. Ob da welche jetzt spawnen oder eben nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Und abgesehen von dem Lob, dass meine Schnüffelnase die schon finden wird, habe ich bisher keine Tipps bekommen in der Hinsicht. Alles gut. Alles gut. Die gute alte Stahlnusssalbe, wer kennt sie nicht? Großartig. Mit der sollte man sich immer vorm Fußball die Oberschenkel einschmieren. Großartig, ranziges Köderfleisch. Das lockert die Muskeln, Freunde. Oh, ich dachte kurz, dass, weil das so orange war. Oh, stopp, Freunde. Nein. Nein. Die nehme lieber ich. Okay. Das war der Bodenbereich. Hier oben geht's ja weiter. Dann würde ich jetzt sagen, schauen wir uns erstmal die Dächer an. Bevor wir uns diesen wunderschönen Ort da hinten... Das ist wahrscheinlich... Was ist das? Die Gemeinde? Arbeitsamt? Ich weiß es nicht, was es darstellt. Das könnte vieles sein. Ich suche natürlich immer mit einem schielenden Auge nach diesen makabren Skulpturen. Ich meine, die eine hätten wir auch fast verpasst. Wir hatten den Raum ja schon mal abgesucht. So und es gibt so Räume, die wittern nach diesen, also die riechen regelrecht nach diesen Skulpturen, aber man muss sie natürlich auch erstmal finden. Man muss sie erstmal finden, Freunde. Auf den Dächern wird es, glaube ich, besonders schwierig, weil die farblich sehr gut angepasst sind an die Backsteinpflaster. Ziegel. This looks interesting. Aha. Passt. Yes! Ah, da ist sie. Sehr schön. Nummer 23. Es fehlen nur noch 7. Watch your footing, Master. A fall can kill ready as any beast. Okay. Ich denke, hier sind wir soweit durch. Ja. Oh, nein, nicht runter. Okay, ja gut. Ich denke, mit der makabren Skulptur haben wir den größten Schatz gefunden. Jetzt können wir da auch ein bisschen entspannter durchgehen. Ich gehe nicht davon aus, dass auf den Dächern hier 2 von den Teilen sind. Auf jeden Fall. Eine sehr, sehr ruhige Gegend hier.
Was aber definitiv nicht heißt, dass ich mich hier wohlfühle. Das ist... Die Stimmung... Ja, es liegt jetzt nicht allein an der Traurigkeit. Natürlich versprüht diese Stadt irgendwo eine gewisse Traurigkeit. Das ist vollkommen klar. Aber das ist es gar nicht. Es ist einfach dieses... Ich erwarte bei diesem Spiel, dass jederzeit, ich weiß nicht, dass plötzlich irgendwie aus dem Boden oder so wieder so eine Wurmgestalt kommt oder irgendetwas, was total Bock auf erweckten Blut hat. Ich muss jetzt, glaube ich, mal... Ich lege jetzt mal das Ambrosia-Fleisch ein. Weil das ist so wertvoll, das sollten wir wirklich... Darauf sollten wir echt achten. Oh, und wir sind heftig überladen. Why? Okay, mal die hier. Hm, ja. Ja, wobei, die sind's gar nicht. Woran liegt es denn, dass wir jetzt so heftig überladen sind, Freunde? Da, ich komm... Hä? Das war jetzt natürlich dumm. Are you all right, Master? Nee, gar nicht. Kann mich jemand heilen? Danke. Ich hab das gar nicht mitbekommen, dass wir den Fisch aufgesammelt haben. Was haben wir denn noch? Kürbis? Rieder. Warum hab ich das alles dabei? Ja gut, Freunde. Wir sind auch hier mit den Dächern jetzt durch. Dann würde ich doch sagen... Nehmen wir mal das Vordach hier als kleinen Dämpfer. Zip. Und da vorne wird sicher was ausgelöst. Da, wo diese grüne Leiche schimmert, die hier. Da wird sicher irgendwas ausgelöst. Da können wir uns draus vorbereiten. Es würde mich auch wundern, wenn die Stadt einfach nur leer ist. Wäre schon komisch. I feel it in the marrow of my bones. Some force beckons me beyond. I will make for it. Though my body fail along the way. Es sieht schon aus wie die Stadt der Toten. Finde ich. Okay. Ein vielleicht letztes Mal. Easy. Das kriege ich dann doch immer ganz gut hin. Sitzt auch alles an seinem Plätzchen. Wunderbärchen. Warum sagt sie, der Riftstein wird unsere Wunden heilen? Moment. Aber die sammelt doch auch ein bisschen mit. Nein! Nein! Nicht Scheiße labern. Arbeiten! Mein Lieber, arbeiten! Da, Mondsteine sammeln. Wenn ich genug Mondsteine habe, schleppe ich nicht drei Vasallen bald mit mir rum, sondern drei Nidokings. Ja? Seid ihr nämlich raus? Gestickerten Teufel. Ich spüre nichts als mörderische Absicht hinter der Tür. Also, als Immobilienmakler hättest du nicht getaugt, meine Liebe. Die
Yes, we brought cures for various ailments. Our kind grows better able to serve the more we learn. Okay. Ja, es bleibt uns nichts anderes, als da jetzt durchzugehen. Ich bin nervös, Freunde. Ich bin aus verschiedenen Gründen nervös. Ich hab's das Gefühl, es ist auch Finstergram neigt sich dem Ende zu. Der alte. Der Altar von Finstergram. Wo bin ich angespannt? Bin ich angespannt, Junge. Okay, Freunde. Graf Dracula höchstpersönlich. Okay, der Zauber hilft mir leider echt nicht viel. Ich mach grad kein Damage. Okay, ich glaube, also wir haben bisher keinen einzigen Schaden gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das Sinn der Sache ist. Ich kann es gerade echt schwer sagen. Hoch mit dir, komm. Okay, Nahkampf geht. When he came to face the dragon, he was given a choice too hard, too cruel to make. Still fight! I can't believe this. Curative, sir. He could live with neither answer, and so he offered only a curse in reply. Those words saw him become the monster he is now. In granting him the cursed form he chose, the worm had held to its bargain. And I was the price. I was his pawn, and his beloved besides. I can still fight! Please, you must free him. Ich gebe mein Bestes, meine Liebe. Oh nein, er platzt. Game over.
Wie arrogant er das macht! Mach den Heal! Mach den Heal! Wie soll ich den killen, Digga? Ich kann fast nichts gegen den machen. Halt nichts gegen ihn machen. Da meine Blitze machen im Prinzip. Voll auf die Kniekehle, Freunde. Der Schwachpunkt eines jeden Fußballers. Scheiße, scheiße, runter da, runter da. Ich denke, dass der Altar ein guter Spot ist, um ihn zu bekämpfen. Ich denke, dass wir hier gute Chancen haben. Ein Lazarusstein. Vasallen sollten eigentlich dankbar sein. Wir halten gerade sehr viel, ziehen gerade sehr viel Fokus auf uns. Ja, jetzt hat er sich einen anderen Gegner ausgesucht, okay? Der erste Lebensbalken ist weg. Okay. Der Trizeps, der rechte Trizeps ist es. Mit Gift kriegst du mich nicht los. Mit Gift. Oh Scheiße, Scheiße, damit kriegst du mich los. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ich kann nicht so schnell F drücken. Was? Das funktioniert gut, das funktioniert gut. Der Kopf. Wie soll ich denn seinen Kopf erwischen? Wie sieht's mit Heal aus, Freunde? Oh Gott, Eldrin, du bist so gut wie tot. Nein, 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 weg hier. Du kommst nicht weg. Du kommst einfach nicht weg. Es ist leider so. Wenn man in dem Moment, wo du... Und bis Eldrin mal seinen Zauber zu Ende spricht, ist Finstergram zerstört. Der Idiot spricht keinen einzigen Zauber zu Ende. Vorsicht, 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 Vorsicht! Mein Gott, hat der eine Reichweite. Ciao. Okay. Heal kommt. Ich muss hier gerade ein bisschen Ruhe bewahren. Wie er sich loslöst, der Teufel, der. Oh, Junge. Smarter Move. Lass mich weg. Danke.
nehme ich mit, den nehme ich mit. Er ist aber auf Eis spezialisiert, gell? Merkt man schon. Ich komme bloß nicht an sein Head, das ist mein Problem. Ja. Ich krieg seinen Unterarm, aber ich kann mich an seinem Schädel nicht festhalten. Ich kann es nochmal mit Blitzen probieren. Vielleicht hier in dieser Kuhle, vielleicht. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Am Anfang fand ich die Mucke noch ganz schön, mittlerweile nervt sie. Aber ich hab. Ich weiß nicht, ich hab eigentlich. Ich kenne seine Zauber, wisst ihr, und das ist so. Sie sind nicht unausweichbar. Jetzt bewacht aus irgendeinem Grund die Leichen meiner Vasallen. Loslassen. Mach das nicht. Mach das einfach nicht, Andromache. Du versaust alles damit. Ohne Scheiß, alles. Also wirklich alles. Wenn du so ein Bullshit treibst. Es reicht mir schon, dass die zwei Idioten nichts geschissen bekommen. Du bist schon ein wirklicher Grindhaufen. Ja, Andromache, du willst... Du willst, dass wir sterben? Okay. Wie viel Lazarussteine habe ich? Zwei Lebensbalken weg. Wenn ich hier stehe, trifft er mich nicht. Touché, mein Freund. Fokus ist heftig. Ich versuche jetzt einfach so viel Schaden wie möglich zu machen, bevor ich meinen ersten Lazarusstein ziehen muss. Wie viel haben wir denn von denen? 4. Das ist Butch. Vielleicht Feuer. Jetzt macht er irgendwas ganz Wildes. Oh, hoch mit euch. Kommt schon. Einfach, er ist so ein arroganter Scheißer, wie einfach sein Zauber so. Noch lebe ich, mein Freund, und 2,5 Lebensbalken hast du weg. Und wenn der Kampf stundenlang dauert, ich krieg dich weg. Ah, du Fuchs, du kleiner Hässlicher. Thank you.
scale it! Strike while it is healing! Ich krieg irgendwie seinen dritten Lebensbalken noch down, bevor ich meinen ersten Lazarusstein ziehen muss. Vielleicht geht's irgendwie. Seid ihr leer gestürzt? Was macht der denn jetzt? Was macht er denn? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was macht er? Stop! No! Lauf damit! I'll aid you at once. Help me! Nein! Ja gut, Freunde, damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Odin-Let's Play. Ciao, ciao.